Kaffee habt ihr da drin? Kann man hier mitnehmen, Kaffee oder so? Ja, kann man. Also wir haben keine Kaffee-to-go-Becher, aber könnt ihr Tasse haben, dafür 1 Euro Tasse kann zahlen, ich wieder zurückgeben, dann 10 Euro zurück. Okay, ja. Kaffee oder Tee? Kaffee. Schwarz mit Milch oder mit Haaren? Egal. Ja. Kummel vielleicht. Danke sehr. Sorry. Und ich muss mich umwandeln. Du musst länger arbeiten. Okay, dann gebe ich die Tasse zurück. Genau. Yeah.
Auch eine Sache, die erstaunlich ist.
meine Umbrella at by Insect. Und das ist meine weniger Zeit, nicht dieser Schirm benutzt und so weiter. Dieser Regenschirm eigentlich. Das wäre ein weiterer Weg. Ich glaube, eine halbe Stunde dabei Zeit, in die Häuser 1 zum 1 zu gehen. Guck mal, dieser Schirm, dieser Regenschirm. Ist von der böse Insekt der gestern. Manche Sachen, manche Tage zum Beispiel, die, oder nicht Tage, sondern Ausreden. Zum Beispiel, wie, dass du ein Ort sehr lange nicht geplant hast, dort zu gehen. Aber hattest du immer noch Zeit, nämlich noch keine Zeit. Aber dann, wenn der Tag kommt und da endlich, dass du in der Ort bist und ja, die unsinnige Ausrede zum Beispiel, wie, oh, ich habe hier schon lange geplant, hier zu kommen. Und ich dachte, hier wäre der rechtswissenschaftliche Café und Eingang von rechtswissenschaftliche Fakultät und so weiter. Brauchst du mal gar nicht erwähnen, weil es ist überdisziplinisch, dass zum Beispiel du schon in dieser Ort bist und dann sagst du, ich habe schon lange geplant, diese Ort zu kommen, macht keinen Sinn. Dann sagst du lieber, ich gehe Kasse kosten oder ich gehe Kasse kosten und der Kosten abhängig zu erwähnen, dann vielleicht andere Sachen. Aber von meiner Seite hier, es ist manchmal ein bisschen umständlich, welche Fragen zu stellen oder welche Ausrede sich auszudenken, zum Beispiel, weil ich schon da bin und dann sage ich nicht mehr, ah, ich habe schon lange geplant, dann kann man kommen, dann lieber mehr Zeit sparen, anstatt solche unsinnige Ausrede zu formulieren. Ja, das ist eine Sache. Und andere Sache ist der Kaffee und ist sehr, sehr wasserlich und ganz stark. Ich denke mal, das ist nicht aus der kommerziellen Gründe, sondern das ist aus der gesundheitlichen Gründe, weil man weiß, der Kaffee ist stark, ist nicht gut für die Körper und so. Außerdem, dass er, ja, das gibt noch ein Problem, weil der Räumlichkeit bei uns ist in dem Café. Deswegen, manchmal ist man dort einen Kaffee gekauft, um ihn dann draußen in der Fakultät zu trinken. Aber das Problem nicht, geht ein Kunden oder ist ein Geschmack von Kaffee selbst nicht anzusprechen, weil es gibt vielleicht manchmal viele Leute zu raten, für welchen Büro in der rumänischen Philologischen Institut. Aber der Kunden von diesem Kaffee sind Bereich überschritten oder Bereich überschreiten. Dann ist also ein bisschen schwierig. Man weiß nicht, wie man das ist super. Das Problem ist einfach, man viele Plätze haben, nur innerhalb dieses Kaffee zu erstellen oder außerhalb von diesem Kaffeebereich des Rumänischen Philologischen Instituts noch welche Plätze zu verteilen oder zu sharing. Das glaube ich nicht, ein Institut kein Kaffee zugelassen haben, aber auch mit den Plätze auch gleich teilen oder so. Weiß nicht, das ist da eine Frage über der Management-Team des Instituts und des Kaffee-Owners. Wahrscheinlich geht mir nichts an. Außerdem, weil als ein Hund und sitzt da, fühle ich mich ein bisschen unsicher und weil ich weiß nicht, ob der Bereich man sitzt kann oder nicht, oder wenn man keine Frage oder nicht warten möchte, dann doch dort sitzen. Aber gleichzeitig der Kunden eigentlich ein bisschen Kaffee ist und dann ein bisschen komisch. Und außerdem, alles gut, nicht so viel zu sagen, ich um Business. Modell oder diese Business-Gedanken oder Business-Modus erfolgt können. Zum Beispiel, man Kleinigkeit von einem großen Institut an den Massenproduktionsanbieter, zum Beispiel Regierung und sowas, verbinden oder kooperieren.
wahrscheinlich werde das Urteil einrichten. Aber danke, dass ihr seine großen Fragen und Kinder hier waren, bisschen schwer zu denken. Okay, gut, das ist ja Erfahrung von mir von dieser Manager für das Olympische Institut Café. Und ich werde es später in meinem Video verklagen. Bis dann.